Ja, närrisches Volk hier. Manchmal kann so alles so hier schief gehen. Ihr hattet es gesehen. Es gibt da jemanden, der ist öfters mal auf Reisen. Er kommt immer wieder zu uns hier in die Keltenhalle. Besser bekannt als unser Geißelpeter. Und bei ihm geht auch immer alles schief. Bühne frei für unseren Geißelpeter. Mikro. Ja, hallo. Oh ja. Jetzt bin ich selber verschrocken. Hier ist die Stimmung mies im Saal. Ah, Bühnenrede ist halt schon eine Qual. Der Redner kämpft, es ist ein Graus. Er reißt sich die Haar. Ah, ich hab keine mehr. Die Haar und den Fuß noch raus. Trotz Kopfstand. Unhellaugeschrei, da bleibt's im Saale still dabei. Ihr Gäste, ich sag euch eins, jetzt müsst ihr leiden, weil mein Talent, das ist sehr bescheiden. Meine Rede, die sind nämlich nicht gerade Hit, aber trotzdem mache ich immer mit. Ich lass vorsichtshalber mal jetzt die Türe schließen hier im Saal. An Flucht ist also nicht zu denken. Ihr müsst mir nämlich jetzt euer Gehör dann schenken. Schlägt euch mein Vortrag dann sozusagen auch ganz gewaltig auf den Magen, dann heben euch halt die Ohren zu. Aber in 10 Minuten könnt ihr dann ruhen. Derzeit habe ich ein seelisches Tief, weil egal was ich mache, ihr seht es, es geht alles schief. Vor kurzem muss ich ins Krankenhaus. Die Mandel, sie waren geschwollen und dick, die musste raus. Dann wachte ich auf und hab durch Zufall gelauscht. Die haben irgendwie etwas auch noch vertauscht. Nur eins hatte ich dann mitbekommen. Die haben anstatt die Mandel den Blinddarm rausgenommen. Tut mir leid, sagt der Doktor, keine Sorge. Die Mandel machen wir halt dann morgen. Und am nächsten Tag, es ist nicht gelogen, haben sie mir noch mal Fußnägel gezogen. Dann kam der Doktor wieder an. Na ja, komm, sei nicht so, die Mandeln sind halt dann morgen dran. Vor der Narkose wollte ich erst mal verhandeln. Dann habe ich gesagt, Männer, ich bin der mit der Mandel. Beruhigt ließ ich mir dann die Narkose spritzen. Wo ich aufgewacht bin, bin ich gekommen, saumäßig in Spitze. Na, Herr, wir denken, was haben Sie mir denn jetzt operiert? Mein ganzer Kopf ist einbandagiert. Ah, sagt der Professor, tragen Sie es mit Humor, wir haben Sie verwechselt, wir meinen, Sie sind der mit dem Gehirntumor. Alles nervt noch nicht wahr sein, ich glaube, ich spinne 3 Operationen, die Mandeln sind immer noch drin, ich muss da raus. Schluss mit dem Ferz, sonst operiere ich morgen noch mein Herz. Ich wollte raus durchs Fenster, doch es war mir zu tief. Egal, was ich machen will, alles geht schief. Daheim sollte ich renovieren, das war dann an der Reihe. Mein Alte sagt, ein Handwerker, kommt ihr daheim nicht? Nein. Wie das ging, das könnte ich im TV beim Bastlerkanal sehen. Sehne im Bastlerkanal. Ich musste halt sparen. Ja gut, ich habe ja auch keine andere Wahl. Ich habe dann geguckt, wie einfach das geht. Hab dann gekauft, Pinsel, Kleister und Tapet.
Als erstes dachte ich, oh, ich mach die dick. Dann habe ich schön den Zellophan ausgelegt über den Teppich. Ist ja klar, auch wegen dem Dreck. Dann nehme ich Tapet und klebe ein schönes Stück. Nur die blieb nicht hängen, die kam wieder zurück. Ich stand auf den Leuten, allein verloren. Der Kleister im Haar, die Tapet um die Ohren. Das glitschige Ding hat sich um mich gesenkt. Her wie Toga und auch noch um mich kennt. Ich stand wie ein Denkmal da völlig verwirrt, mit Kleister von oben bis unten verschmiert. Ich dachte, wie der Kleister mit einem Runner lief. Was ich auch mache, es geht alles. Eieiei, die Technik ist schon wieder. Nein, meine Frau beschwert sich neulich im Bett beim Sex. Ich werde zu schwer und zu fett. Ja, ich hab's dann irgendwie auch dann so beklommen, dann zur Meinung dann genommen. Hab viel probiert, es hat nichts genützt. Bin dann mal zum Doktor geflitzt. Der sagt, bei meinen Proportionen wäre abnehmen gar nicht so ganz ohne. Ich bin dann am nächsten Morgen mir gleich mal einen Diätplan besorgen. Ich hab's geschafft, das ist keine Frage, aber das war der schlimmste Vormittag. Ich hab dann in die Küche gesessen und so komisches Kannerzeug dann gefressen. Und mein Alte, jetzt dürft ihr mal raten, futtert neben mir noch glatt ein Schweinebraten. Mit Stoffserviette schön auf dem Schoß drückt sie sich, nein, dein fette Kloster. Genüsslich schiebt sie dann in ihren Mund. Her, ich hab gesabbert wie entschlüsselt. Spätestens, als ich das dann sehe, ich konnte nicht mehr widerstehen. Meine gute Vorsätze, die waren alle verschwunden. Nur noch beim Futtern, da war ich auf Zack. Gut, ich war auch schon fast so dick wie der gelbe Sack. Ich bekam oft keine Luft, hatte Probleme beim Gehen. Mein Schniedelwutz, gut, ich konnte schon lange nicht mehr sehen. Einmal im Bad, da fiel ich auf den Bauch und kam auch nicht mehr hoch. Ja gut, wie soll ich denn auch? Durch die Riesenwampe wurde das derart erschwert, weil die Hände sind nicht mehr kommen, nur noch auf die Erde. Ich habe dann versucht, nach rechts und nach links zu wippen, um mit sehr viel Schwung auf den Rücken zu kippen. Gut, mir ist es gelungen, aber voller Zorn. Denn hinten war ich genauso fett wie von vorne. Hilflos wie ein Schildkröte lag ich zappelnd im Bad. Meine Frau kam im Flaschenzug vom Böhler, und hat sie immer parat. So langsam wurde ich echt depressiv. Ich kann machen, was ich will, es geht alles. Ich muss wieder zum Doktor. Der war jetzt gar nicht mehr nett. Der hat gesagt, ich wäre immer noch so fett. Eine neue Diät darf ich jetzt nicht mehr verpatzen, weil sonst wäre die Gefahr zu groß, dass ich irgendwann platze. Ich hätte ständig Hunger, war immer müde und schlapp. Kam mittags, oh, so vor der Eins, nicht wirklich auf Trab. Schlaf oft auf dem Schreibtisch bei uns im Büro und penne auch stundenlang dann noch auf dem Klo. Ich wurde immer träger und konnte eigentlich überall schlafen. Beim Essen, beim Trinken, beim Sitzen, beim Laufen. Doch langsam brach er dann, der Bann. Und meine Diät, ich sag's euch, sie schlug an. Ich bin in die Sauna, ihr werdet's kein glauben, da bin ich natürlich auch wieder eingeschlafen. Seit Stunden war ich dort wohl schon am Schwitzen. Irgendwann fiel ich dann durch die dünne Holzbankschlitze. Ich sah in den Spiegel. Es war wie im Traume. Ich sah tatsächlich aus wie eine getrocknete Pflaume. Verschrumpelt und dünn, weg war die Fülle. Als Hemd reicht mir noch so eine Regenschirmhülle. Am nächsten Tag meine Verwandtschaft, die hat gesagt, das sieht schon aus wie ein Strich in der Landschaft. Bevor die mich überhaupt in wahrgenommen, muss ich glatt zweimal in das Zimmer reinkommen. Ich hab mit Gewichten die Klamotte beschwert, sonst wäre ich beim nächsten Windstoß wieder fortfeuert. Selbst im Bad beim Föhnen, das ist nicht geblufft. Reicht mir der Föhn auf Stufe 1, sonst fliege ich quer durch die Luft. Als ich in der Badwand mal einen Stöpsel hätte gezogen, an den Stöpsel gekommen, bin ich dem Strudel um mein Leben geschwommen. Meine Olle ist vor Lachen fast verreckt. Ich hätte bis zum Bauch im Abfluss gesteckt. Von nun an glaubte ich, es wirkt mich definitiv.
Egal was ich mache, es gelingt mir nichts, es geht alles. Der Jojo-Effekt schlug mir sehr aufs Gemüt. Ich wurde immer zerstreuter, war auch immer noch müd. Meine Frau sagt, es wird langsam beschwerlich, mich allein zu lassen, das ist ihr zu gefährlich. Ich kam nämlich neulich aus dem Bad heraus, da lacht mich mein Alte doch ganz glatt aus. Ich stand nackig im Diele und frag mich warum und hätte mich dann gedreht mal zum Spiegel um. Von oben bis unten sah ich mich im Spiegel, mein Haar, die standen wie die Stacheln beim Igel. Ich hab ganz kurz gestutzt, aber dann schnell begriffen, anstatt der Föhn habe ich die Staubsauger gegriffen. Mein Gesicht war ganz rot, ich saß nur verschwommen. Ich hatte anstatt Nivea dann wie Finalgol Zeit genommen. Über den fremden Geschmack, da war ich ganz verdutzt. Ich hätte morgen gerade her, ich hätte meine Zähne mit Kernseife geputzt. Aus meinem Mund und Nase kam eine Seifenblase. Meine Frau fing an zu lachen und zu rasen. Auf einmal hat mein Hintern höllisch gebrennt. Beim Gucken hätte ich mir schier den Hals verrenkt. Knallrot und geglüht hat er. Das war echt der Wahn. Ich sah von innen aus wie so ein Pavian. Ich sah mich im Spiegel voller Selbstmitleid an. Bei mir geht alles schief, was nur schief gehen kann. Ich sprach zum Präsi mit leisem Ton, denn meine Kehle brannte schon. Oh, Präsi, erhelle. Das ist jetzt fast schon eine Stunde her. Die Blume war's da ohne Arsch und leer. Wie auf Hawaii fühle ich mich hier, denn da gibt's kein Bier. Ich weiß nicht, wo der rumturnt, warum der das nicht kann. Ich steh da hinten und er steht da vorne und er kommt einfach nicht ran. Und seit ewiger Zeit, da sag ich, Präsi, helles, helles. Präsi, zacke, helles. Fast jedes Mal Zeichen sitze da hin stur. Ich winke jedes Mal, doch er lächelt nur. Es ist schwer, warum kriege ich denn hier kein Helles? Ich steh auf der Bühne, ich singe Lidl hier. Ich krieg nur die Krise, weil ich krieg hier kein Bier. Oh, ich krieg kein Helles. Warum hätte ich denn nur diese Lage bestellt? Sieh doch nicht, wie sehr mich das quält. Oh, ich sehe nur das Lächeln auf seinem Gesicht. Bloß mein Bier bringt er nicht. Ich weiß nicht, wo der rumkommt, warum der das nicht kann. Ich stehe oben in der Bühne und der Präses kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich mir ein helles, helles, Präsi, zack, ein helles. Fast jedes Mal sah ich ihn sitzen da hinten stur. Ich winke jedes Mal, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriege ich denn hier kein helles? So, jetzt machen wir nochmal mit, ganz leichter Text. Na, 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 na. Es ist schwer, warum kriege ich denn hier kein helles, helles, Präsi, zack, helles. Na, 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 na. Es ist schwer, warum kriege ich denn hier kein helles. Noch einmal. Fast jedes Mal sei ich im Sitz der Himmel stur. Ich
jedes Mal sein Gesicht zu ihm tun. Ich finde dich jedes Mal in der Welt. Und sein ewiger Zeit. Und war nicht Weil nach so einem Lied, da zitter ich immer ganz, ganz sehr. Darum fällt mir das Trinken immer so schwer. Erfinderisch macht's mich, ich bin doch nicht blöd. Ich zeige euch mal, wie es trotzdem geht. Weil wer im Ortesmeister Bier trinkt, ist der Biergermeister. Wer aber richtig viel Bier konsumiert, ist der Oberbürgermeister. Herr Oberbürgermeister. Er hat die Hände voll. Kannst du mal kurz bitte helfen? Bitte. Oh. Also, ich bin noch Applaus für unseren Herrn Oberbürgermeister. Oh. Ich kann nicht. Man macht das. Oh, yes. Das nennt man in Fachkreisen eine Reparaturhilfe. So, ich mache jetzt Schluss. Doch ich will nicht verhehlen, ich könnte euch noch stundenlang Geschichten erzählen. Doch ich habe keine Zeit mehr, weil ich merke instinktiv, laut meiner Statistik geht gleich wieder was schief. Drum verabschiede ich mich jetzt von der Bühne. Von euch da oben auf der Bühne und auch davor mit dem Spruch, es wird schon schief gehen und Prost und Offe! Danke! Ja, heute Abend für euch, für uns zum närrischen Jubiläum wieder auf der Bühne unser Geisepeter Stefan Gerster. Ja, lieber Stefan, ich sagte ja schon mal, Gesangskarriere kannst du ja gerne starten. Wir haben noch genug Mitgliedsanträge parat. Du darfst dich dann gerne zu uns in den Bruderbund begeben, wenn du magst. Ja, mit 15 Reparaturhilfe geht es. Das ist kein Thema. Das kriegen wir gerade so noch hin. Ich möchte noch kurz erwähnen, 55 Jahre, von denen hätte ich jetzt auch 5 schon bei euch beigetragen. Siehst du mal, das ist doch schon ein Riesenbeitrag. Es ist jedes Jahr eine Freude, bei euch da oben zu stehen. Geiles Publikum, geile Elfer. Gute Kittel rot, das steckt mal ein bisschen ins Auge. Genau. Nächster wird zu lila, ne? Ja, wer weiß, was so alles kommt in den nächsten Jahren. Du weißt ja, es geht alles schief. So sieht's aus. Nicht nur hier bei uns auf der Bühne, auch im wahren Leben. So sieht's aus. Lieber Stefan, ich wünsche dir noch eine gute Reise. Dankeschön. Und schau mal, ich hab hier, komm noch mal schnell nach vorne. Da kannst du heute Abend mit deiner Frau ein schönes Gläschen Sekt trinken. Ja, ich muss mir bei meiner Frau nicht trinken. Ne? Ja, gut. Also trinken sie doch wieder erneut. Ach, so eine Schande, es geht doch schon wieder alles schief. Auf unseren Stefan Gerster, auf unseren Geisemeter, ein dreifach donnerndes Offe! 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 Vielen Dank, Stefan. Bis nächste Woche. Danke. Ausmarsch. Die Geist ist weg, die Geist ist weg, die Geist ist weg. Ei, 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 die Geist ist weg, die Geist ist weg. Und jetzt nochmal! Ei, 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 ei.